Moin und willkommen zum neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Heute packen wir von LS Modell 6 Reisezugwagen mit der Artikelnummer 97030 aus. So. Das ist ein Ergänzungsset, also für Wagen, die wir schon haben. So geht's auch. So. Hier ist schon mal gleich die Rechnung. Das ist eine schöne Summe. Von über 500 Euro. Ja. Billig ist es nicht. So. Hui. Ah. Ich habe ja mit großem Paket gerechnet, aber dass es alles in so einer Packung ist, hätte ich nicht gerechnet. Also, wir packen heute Nightjet-Wagen aus. So. Das ist drinnen. 6 Nightjet-Wagen. Der ÖBB von LS Modells der Epoche 6, also die im Moment gerade fahren. Oh. So, dann schauen wir mal rein. Naja, dieser Zug fährt im Moment oder ist mal vor ein paar Jahren zwischen Wien und Hamburg verkehrt. So, also, da sind noch Zubehörteile und alles, was so dazugehört. Manche Sachen kann man nicht machen, weil für ein Vitrinenmodell wollen sie natürlich fahren lassen. So. Mindestens. Okay, das sind die Radien, die man mindestens mit diesem Wagen befahren kann. Also S-Kurven würde ich. Sieht nicht gut aus. So, die Modelle haben auch eine LED-Platine eingebaut, was für die eine Innenbeleuchtung vorgesehen ist, ist glaube ich nicht vorhanden. Also man muss, also die Platine ist dafür vorhanden, aber ich glaube die Lichter muss man noch da selber dazu kaufen und. Ja. Man Modell aufmacht und so weiter. Aber es geht ja erstmal um die Wagen. So. Den holt man diese wahrscheinlich raus. Okay. Ich denke mal, dass man hier jetzt hat 3 Wagen rausgeholt hat. Ich tue mal die große Box woanders hin. Ich denke mal, dass man hier. Ist schön gemacht, sehr edel gemacht. Sehr edel gemacht, ist sehr schön. So, dann gucken wir mal, welche Wagen sich da verbergen. Also, ich sehe hier einen Liegewagen.
Aber wenn ich schon wieder die Details in dem Zug sehe, also die Innenanrichtung sehe, da und auf die alten Blechwagen zurückschaue, da ist nochmal eine ganz andere Welt dazwischen. So. Das ist jetzt hat ein Liegewagen erstmal ohne Kupplung geliefert, dass man sich seine eigene Kupplung reinmachen kann. Die der Faltenbalk, der Faltenbalk hier ist gefedert und die Puffer auch. Eine nette Spielerei, was schon bei uns viele Fahrzeuge erhalten haben. So, das ist einer ohne diesen. Das ist jetzt sehr wahrscheinlich ein BCMZ 59-90. Sehr wahrscheinlich, so wie ich es jetzt gerade sehe. So, jetzt zeige ich euch den auch mal. Da steht Liegewagen, zweite Klasse. Und da drin sieht man schon da die Treppe hoch zu den, ja, hoch zu den Kabinen, also zu den Betten, also zu den, glaube ich. Ich bin in sowas noch nie mitgefahren. Also. Dreht. Im Moment scheint sich der Kupplungsschaft gut zu bewegen. Maßstäblich, natürlich. Wir setzen sehr viel Wert auf Maßstäblichkeit. Man kann schon fast sagen, wenn ein Modell nicht maßstabsgetreu ist, wenn es auch ein ICE ist, kaufen wir ihn nicht, weil er da nicht zu unseren Fahrzeugen passt. Also hoffe ich, dass mal die jetzt hat, mal einen anständigen ICE1 rausbringen. Ist jetzt hat komplett von dem Thema hier jetzt hat abgeschnitten, aber wollte ich auch mal loswerden. Ich mag den ICE1 auch mal auf der Anlage haben und solange es kein Modell gibt, was ja etwas der Wirklichkeit entspricht, ja, wird es wohl nichts. Das ist jetzt halt ein Sitzwagen. Ja, ein Sitzwagen, wie es jetzt gerade ausschaut, ist das ein BMZ 91 wie ich es jetzt dazu sehe. Alle ohne Kupplung geliefert. Okay, der hat jetzt nicht so einen krassen Faltenbalk. Die Puffer sind nicht gefedert bei dem. Auch sehr schön die ganzen Details hier. Die Feder ist sehr stark bei diesem Wagen. Gefällt mir sehr gut. Jemand hat auch unter ein Video mal kommentiert gehabt, das ist erst vor kurzem passiert, dass er nicht, also nicht so gute Fahreigenschaften bei den LS-Modellwagen gehabt hat. Ja, das soll auch bei den Nightjet-Wagen gewesen sein.
keine Ahnung, welches Modell. Aber bis jetzt hat, wir hatten schon zwei von denen, auch LS-Modells. Also bei uns laufen die eigentlich echt gut. Jetzt weiß ich natürlich nicht bei denen, die jetzt halt neu dazugekommen sind, aber wie ich mal hoffe, dass die auch ohne Probleme bei uns laufen werden. So, das ist jetzt halt mal ein Schlafwagen und ich glaube, der einzigste Schlafwagen in diesem diesen sechs Wagen. Das ist der Schlafwagen WLA BMZ 72-90. Ja. Schlafwagen erkennt man auch gut an den, ja, etwas nicht so in der Reihe verlaufenden Fenster. Faltenbike gepuffert, aber also die Puffer sind nicht gepuffert. Aha. Okay, der hakt ziemlich. Also mit den Drehgestellen, die haken ziemlich, man hört. Man hört es, glaube ich, auch. Ja, also ich glaube, ich weiß auch schon, was da hakt. Oh, sehr schön, das österreichische Wappen da. Sehr schön. Wir werden auch alle in einem Farbvideo auch noch mal zeigen. Ja. Also, ah ja, und hier noch für die einzelnen Wagen sind noch so. Oh, es ist sogar noch eine Kupplung dabei, die wir nicht verwenden können. Bei jedem Wagen ist da noch sowas beigesteckt. Kurz ein bisschen Ordnung machen, dann schauen wir uns noch die anderen drei Wagen an. Dafür hole ich dann wieder die große Kiste. Aber bis jetzt hat für den, ich hoffe, du siehst es, der den Kommentar geschrieben hat. Wir haben da auch gerade beim Schlafwagen, habe ich jetzt hat Probleme gesehen beim Drehen der Drehgestelle. Aber ich glaube, ich habe die Ursache schon gefunden und mal sehen, ob sich es überhaupt auf die das Fahren auswirkt. Wir werden natürlich ein paar Testfahrten machen. Ja, aber der Schlafwagen war jetzt halt der einzige, der mir aufgefallen ist. Also, so. Schön sehen sie auf jeden Fall aus. Das ist jetzt halt ein Liegewagen mit Europride Vienna Türen. Das sind diese bunten Türen, von denen wir auch schon einen haben. Da sind die Puffer wieder gefedert. Und das auch ein bisschen. Und mit SBB-Logos. Also, das ist irgendwie so eine Kooperation gewesen zwischen der SBB FFS und der ÖBB. Also steht hier die SBB, da die ÖBB.
Ja. Der lässt sich wieder normal bewegen, also es ist im Moment nur der, also es ist wieder ein Liegewagen, ein Liegewagen BCMZ 59-90. Ja. Zweite Klasse. Ja, mal schauen, wie viele Wagen. Okay, dieser Puffer ist eingedrückt. Der lässt sich bewegen, aber der hier. Ah ja, ich habe ihn wieder rausbekommen. Muss man echt aufpassen bei so beweglichen Sachen. Da kann schon mal was sein, ja. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ja. Schauen. Hier haben wir wieder einen normalen Liegewagen. Ja. Das ist jetzt halt ein ganz normaler BZMZ 59-90. Ja. Da sind Toiletten, sehr wahrscheinlich. Sehen sehr schön aus. Ich muss mich langsam beeilen. Das Video ahndet aus. Ja. Dann hat auch mal sehen, manche Züge oder manche Wagen haben auch ein paar Probleme mit unserem Kupplungssystem. Wir benutzen die Rokoko-Kurzkupplung. Ach, wir haben noch einen Schlafwagen. Ja, genau das gleiche. Ist ja wahrscheinlich auch genau die gleiche Ursache. Also, ich kann es euch mal zeigen, was ich glaube, was es jetzt ist. Dieses Teil hier. Das da. Das scheint hier an das hier. Das scheint hier manchmal dran zu kommen an die, ja, an den Wagen. Sehr, sehr schöner Wagen auch, ja. Und hier sieht man mal die Inneneinrichtung. Also es ist auf jeden Fall was ganz anderes als noch vor mehreren Jahren. Ja, mal sehen, ob die Schlafwagen, ob das sich auf das Fahrverhalten oder ob das sich abnutzt oder was da jetzt halt ist. Gut, das waren alle Wagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt stehen alle Wagen da hinten. Schon fast aufgegleist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde uns sehr freuen. Wir sind ja schon fast bei der Hälfte der. Also sind wir schon fast bei 550. Also fast bei 600. Da freuen wir uns sehr drauf, die zu knacken. Die 600. Also bleibt dabei und es gibt zu diesem Zug noch einen ganzen Fahrfilm. Der den nächsten Wochen herauskommt. Also, macht's gut. Ciao.